Hallihallöchen und willkommen zurück zum Final Fantasy Type Zero Let's Play. Ich bin ZillusQ und im letzten Part haben wir so einiges erlebt, einiges gesehen und der Krieg ist im Gange. Rudrum ist jetzt unter Angriff und wir, die Spezialeinheit, wir kennen sie noch gar nicht, sind aufgetaucht, können Magie anwenden, obwohl eigentlich der Kristall gerade versiegelt ist, gebannt ist, wie auch immer. Und die Magie eigentlich im Moment verloren ist. Und irgendwie sind wir ganz spezielle Leute, können trotzdem Magie wirken. Mal sehen, was alles passieren wird. Auf jeden Fall hier erstmal eine Info, dass wir hier eine Phönixkette bei jedem Charakter haben und erstmal so schnell nicht sterben können. Soll wohl heißen, dass wir ein bisschen Unterstützung bekommen sollen, damit wir das Gameplay erfahren und kennenlernen und später dann auf eigene Faust überleben und weitermachen können. Legen wir mal los. Tutorials. Können Sie gerne einblicken. Ah, das sind okay, das sind Tastatureingaben. Ich habe mich jetzt eigentlich gewundert, dass da jetzt Tastatureingaben kommen, weil ich eigentlich mit dem Controller spiele gerade. Aber gut. Ich konnte mal die Steuerung ein bisschen kennenlernen. Sprich, einfach mal hier mit dem linken Stick ein bisschen rumbewegen. Okay. Dann mit dem rechten Stick kann ich die Kamera drehen. Und mit dem Drücken des rechten Sticks kann ich die Kamera zentrieren. Das ist schon ganz cool. Ah, okay, auch die Höhe wird zentriert. Ich verstehe. Ah ja, ja, der arme Kerl. Also sowas tut mir richtig in der Seele weh. Puh. Na dann. Auf jeden Fall zwei Teammitglieder haben wir hier. Und ja, finde die Uniform eigentlich recht schick. Bei ihm sieht das eigentlich sehr nobel aus. Ich glaube, er ist ein Magier oder irgendwas so in der Art. Bei ihr kann ich es noch gar nicht einschätzen. Bei ihm wird irgendwie ein Lanzenkämpfer sein oder sowas, was wir gerade vorhin im Intro gesehen haben. Also ja, bin gespannt auf das Gameplay. Ansonsten, was können wir machen, wenn wir hier Start drücken? Pause aufs Titelbildschirm, okay. Und Inventar checken, okay. Animal, okay. Gruppe. Steuerung. Ah, okay. Na dann, auf geht's, ab in die Action. Oh, da sind schon Soldaten. Mit F Waffe ziehen und angreifen. Okay. Erstmal rauskriegen, welches Dings es ist. Ah. Okay. Also ich habe mir hier mit dem X-Knopf vom Xbox 360 Controller angegriffen. Kann jetzt wohl auch mit der gleichen Taste hier Anima ziehen. Okay. Und krieg dafür Magiepunkte zurück. Auch nicht schlecht. Cool. Na dann, auf geht's. Einfach mal. Okay, ich kann verschiedene Zauber wirken. Okay. Als Anführungs- oder Sound von Animal erschienen. Okay. Das ist hier anvisieren. Habe ich schon mehr oder weniger rausbekommen, das mit dem Anvisieren. Und das Ausweichen ist wichtig. Ah, ich probiere mal ein bisschen Knöpfe aus. Ah, das ist eine Fähigkeit. Okay. Kartensatz wird es wohl sein. Okay. Und mit dem kann ich ausweichen. Was ist das? Oh, ein Eiszauber. Eisbomb. Dingsbums da. Okay. Und mit rechten Trigger kann ich die anvisieren. Mit dem linken Trigger kann ich meine Waffe wegstecken. Ah, und mit dem zweiten rechten Trigger und linken Trigger kann ich hier die, das war gerade cool. Kann ich Ziele wechseln. Auf jeden Fall ein sehr aktives Gameplay. Okay. Boom. Weiß gar nicht, warum das mit diesen Anima-Ziehen geschieht. Ist das ein Story-Hintergrund? Vielleicht werden wir mehr erfahren später.
die ist, die greift schnell mit Schwertern an. Cool. Lichtkreuz, Richtkreuz, was ist das? Ah, ne, es ist Blitz hier. Und das Richtkreuz, okay. Ah, deine Heilungsmagie. Und die kann Vita machen, okay. Cool. Ah, also kann man zwischen den Charakteren wechseln und mit oben und unten. Ah, oben kann ich Reservemitglied, aber können wir wohl anscheinend nicht. Wir sind nur zu dritt. Okay. Und Gegenstand benutzen, wenn wir einen ausgewählt haben. Okay. Hm. Mal gucken. So, auf jeden Fall sieht schon optisch sehr schön aus. Bin nur gespannt. Ah, ein Anführer gegen... Okay. Okay, ja, dann machen wir das mal. Aha. Ah, das ist eigentlich clever, dass die da kapitulieren. Ah, okay. Das finde ich jetzt sogar echt cool gemacht, dass man hier einfach den Anführer töten kann und dann von den gegnerischen restlichen Einheiten. Ah, okay. Machen wir das mal. Dass man dann Items bekommt, dadurch, dass man sie leben lässt. Ich finde übrigens das Musikthema im Hintergrund finde ich einfach nur genial. Ich finde es eigentlich immer schön, wenn ein Chor. Ah, das ist geil. In der Position, wie ich ihn. Ah. Was ich einfach geil finde, ist, dass so wie ich ihn eingefroren habe mit dem Eiszauber, so bleibt er auch. Ein Haufen toter Soldaten von Rubrum hier. Genau, hier sozusagen kann ich den Angriffsmodus wählen, was hier, das hier wäre die Angriffsposition. Oh, hier werde ich es einsammeln. Oh, muss mir erstmal um den Typ kümmern. Ah, jetzt geht's weiter. Ich habe mich schon gewundert, warum geht's nicht weiter? Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich machen? Wow, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott, die wurden aufgesogen. Und was zum Fick ist das denn? Such powerful magic. Wow. Stufe unbekannt. Und ich will, glaub, nicht getroffen werden von dem Teil. Wow. Bin ja fast gestorben dabei. Ich glaub, bin der Einzige, der was machen kann gegen so Luftviecher oder irgendwas. Also, Ah, wir haben ja die... Das Ding. Schutzengel. Wow, okay, ist einfach abgehauen. Was that? I don't know. Was auch immer es war verdammt stark, hat mich einmal umgehauen. Puh. Also können die Gegner auch Anima ziehen, okay. Ah, da liegt aber was Glänzendes. Eine Kennungsmarke. Okay. Vielleicht kriegen wir später noch raus, wofür die gut sind. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Hier noch so ein Regenerationspunkt. Sonst gibt es da hier nichts mehr. Ah, guck mal. Ah, Schalter und wichtige Objekte. Okay. Hier aktiviere ich übrigens immer mit A, also auf dem Controller, vom Xbox-Controller.
Mit B mache ich, glaube ich, diesen Schutzwall oder was das sein soll. Oh. Get in position! Get in position! Prepare for landing! Queen here. What is it? Go, 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 go! Just testing the line. Keep the lines clear of your nonsense. Nonsense? What about you? The operation is proceeding as planned. Same here. Sink, what's your status? Ah, wir kriegen auch AP fürs Level erreichen. Well, sounds like we're on schedule. Ja, ich bin der Einzige, der hier im Fernkampf agieren kann, wenn es nötig ist. Hm, okay. Also zumindest Ace ist der Einzige, der im Fernkampf was machen kann im Moment. And the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. Ja, ihre Quelle der Energie ist ja versiegt oder versiegelt. This is Intel. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. It's inside the Militesi flagship in the airship docking bay. Head there immediately. Whoa. Ah, okay. Speicherpunkte, cool. Boah, was ist das für ein Viech? Ah, sag bloß, das ist Bahamut von vorhin. Der liegt die ganze Zeit schon hier und blutet? Alter, hat er viel Blut verloren. Ah, hier ist einer mit... Oh, noch eine Kennungsmarke, okay. So. Ah, dann haben wir hier ein Relikt. Ah, da können wir speichern. Machen wir das gleich mal. So, dann hätte ich mal geguckt, was wir hier so alles machen können. Kampfmitglieder. Ach, ich kann welche aktiv und inaktiv setzen. Okay. Kann die Aufstellung auch ändern entsprechend. Also, ah, okay. Cool. Ausrüstung... Ah, okay. Nee, aber die Phönixkette werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen brauchen. Wir müssen erstmal noch ein bisschen das Spielprinzip lernen. Erstmal ein bisschen verstehen, was da alles zu machen ist. Ich könnte auch Vita machen, aber ich bleib mal bei Val. Ja, ich habe bisher noch gar nicht eingesetzt, aber... Hm? Wäre neugierig. Ach, der kann das ebenfalls. Okay. Ist aber anscheinend eher der Tanky-Typ dabei als in der Gruppe. Und dann gibt es noch sie mit Langschwert, genau, und eher die Heilerin. Ah, die kann nur Wall und blocken, okay. Wall, Vitra und blocken. Okay. Was mir gerade aufgefallen ist, die Charaktere, die wir hier haben, die haben alle irgendwas mit einem Kartenspiel zu tun. Ace, also das Ass. Nein, also die 9 beim Kartenspiel. Und Queen, also die Königin. Ha. Huh. Hat das etwa einen Zusammenhang mit dem Kartenspiel? Warte, hießen die nicht auch, die wir jetzt im Funk hatten, irgendwie ein bisschen ähnlich? Irgendwie Bube und keine Ahnung. Hm. Clever. So, dann Fertigkeiten, schauen wir mal. Ah, bei jedem Charakter habe ich eine eigene Möglichkeit zur Verbesserung, glaube ich. Ah, neue Fähigkeiten. Ah, okay. Stark. Ah, und bei ihr wieder was anderes. Okay, also jeder Charakter hat so sein eigenes Moveset, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt habe ich nur Frage. Okay.
Einsatz. Okay. Für MP-Heilung. Okay. Nur wahrscheinlich keinen Gegner zu schwächen. Okay. Aber das sind anscheinend nur Fertigkeiten, die ich offensiv... offensiv einsetzen kann, genau. Heilsatz. Vielleicht was Defensives sein. Schauen wir mal. Ah, ne, ist auch was Offensives. Okay. Hm. Dann bei 9 hätten wir jetzt die Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit. Finde ich schon mal gut. Wobei mich das hier auch interessiert. Angriffskraft von Sprung und kritische Trefferrate von Sprung. Okay. Reduziert Kosten von Sprung. Okay. Ja, wobei ich echt erstmal zum Tempo tendieren will. Mache ich jetzt einfach mal. Und, oh, dabei habe ich neue Pfeile geschaltet. Ohne Schaden zu nehmen. Okay. Also statt Blocken quasi eine andere Defensivfähigkeit. Cool. Dann gehen wir noch zu Queen. Hm. Die kann quasi die Heilungskraft von ihrem Richtkreuz verbessern. Und die Kosten senken von dem Ding. Ich hätte mal gesagt, wir machen mal die Heilungsstärke höher. Und der Angriffskraft von Richtkreuz? Ach, das hat eine Angriffskraft. Okay. Cool. Ja, dann machen wir das. Ah, jetzt hat sie eine neue Fähigkeit bekommen. Dualmagie. Das Anliegen von 2 Angriffszaubern. Woo! Okay. Also unsere Magierin, wie es aussieht. Stark. Statuswerte. Ah, da brauche ich irgendeinen Gegenstand dafür. Hm. Alright. Dann speichern wir das eben mal und machen weiter, hätte ich mal noch gesagt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also legen wir los. Du. Okay. Ah, okay. Wow. But you're free to suppress any resistance. What? The device is still operational? Take steady aim. Contact! They're using magic right in front of us! Okay, also anscheinend sollte man das Animal relativ direkt ziehen, sobald die gestorben sind, sonst verfallt es. Aber wir kommen natürlich nicht zum Gegner hin. Hm. Oh! Ah, zum Glück habe ich Queen bei mir, die kann mich wenigstens heilen. Zumindest optisch sieht das Spiel echt geil aus. Man muss allerdings überlegen, was ich noch alles machen kann. Also weil das ist Spielprinzip, also die Steuerung noch ein bisschen verinnerlichen. Ich glaube, ich wechsle auch mal zu einem anderen Charakter gleich. Ah, wenn ich sie direkt vor ihrem Angriff sozusagen störe, dann kann ich sozusagen einen Instant-Kill-Effekt auslösen. Ah, eigentlich war das gar nicht so klug, dass ich jetzt hier... dass ich hier die anderen Einheiten zuerst platt gemacht habe. Oh, wow. Aua. Ich glaube, ich mache das Band doch lieber mit Ace. Es in der Entfernung, glaube ich, ein bisschen sicherer ist, gegen den zu kämpfen.
Huja! Ich finde toll, wie die Fanfare trotzdem spielt, obwohl wir eigentlich nicht in einem rundenbasierten Final Fantasy unterwegs sind. Finde ich irgendwie gut. Back to the roots. Sieht auf jeden Fall sehr toll aus, das Spiel. Ah, jetzt geht's irgendwie zu eines dieser Kriegsschiffe hoch. Ich finde übrigens toll, wie die Uniformen aussehen. Bei Ace sieht das so schön magiermäßig aus, bei ihm ein bisschen militärischer, offenherziger. Und bei ihr, ich stehe drauf. Also ich finde allgemein Uniformen, die ein bisschen was haben von Schulteruniformen, irgendwie sexy, aber... Ah, hier sind noch ein paar Gegner. Aua, aua, aua. Ah, jetzt kann ich endlich hier... Okay. Wie gesagt, also das Kampfprinzip muss ich noch ein bisschen verinnerlichen, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen raus. Auf jeden Fall einen Charakter für bestimmte Situationen braucht man immer. The signal's coming from just beyond there. Take it out. Boom! Also immer wenn sie rot markiert sind. Immer wenn sie rot markiert sind, kann ich sie insta-killen. Was nicht häufig ist, aber wenn es kommt, sollte ich das nutzen. Da war noch einer oben. Hat mich sogar noch angegriffen bekommen. So, und während ich die Waffe weggesteckt habe, regeneriere ich HP, was durchaus wichtig sein kann. Ah! So viel dazu zum Regenerieren. Oh, oh, wow, 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 da habe ich mich ein bisschen übernommen. Ah, ich wechsle mal Schmidt auf Queen. Die Kamera ist dabei ein bisschen tricky. Alright. So und jetzt? Ah. Time to pull out. Woo! Das war gerade cool. Now get out of there before the ship crashes. Alrighty then. Wow, was ist jetzt passiert? Ah! Mehr Gegner! Don't let them escape! We'll show you the power of MA! Boah, schon wieder so eine Maschine, ey. Aua. Okay, also zumindest solche Minibosse kann ich nicht insta-killen. Aber nach einer Weile angreifen, kann ich sie ebenfalls ausschalten. Oh, hauen wir mal besser ab hier, ne?
Huch, wer ist denn das? Machina. Hm, das ist Machina, okay. Und die ist Ram. Okay. I'm okay. But Machina, the crystal. Das sind die beiden, die der eine am Anfang gesucht hat. Come on, Machina. All right. Wenn die rauskriegen, dass ihr alter Freund verstorben ist. Magic has been restored in some areas. Anyone who can still fight, gather in front of the facility. Ah, dann Zeit zur Tat zu schreiten, ne? Boom! Das hab ich gemacht. Ah, die Phoenix-Ketten sind zerbrochen, okay. Magitech armor with an onboard jammer. Find it. And once you find the target, you've been authorized to use special eidolons. Do whatever it takes. Understood. Special eidolons are summons we can use without dying, right? Sweet. Let's move. Also Jack und Seven sind ebenfalls aus Kartenspielen, wenn man jetzt so die Konversation mal ein bisschen mitverfolgt hat. Und ich finde es einfach toll jetzt. Die Soldaten sind jetzt aufgestanden, sie haben sich wieder aufgerappelt, haben sich gegenseitig geheilt, machen sich jetzt auf den Weg zur Akademie, anscheinend ein sehr wichtiger Ort für alle. Und Bahamut hat auch wieder Kraft geschöpft aus der Energiequelle. Und jetzt stürmen alle wieder zur Akademie, machen sich auf den Weg, den Gegenangriff zu starten, die Akademie zu verteidigen. Sehr schön. So, und wir machen noch ein bisschen was an unserer Ausrüstung bzw. an unseren Sachen, weil wir haben jetzt die Verteidigung brauche ich bei dem auf jeden Fall. Wir haben jetzt keine Phoenix-Ketten mehr. Das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier unsere Charaktere wieder mit einem zweiten Accessoire ausstatten. Bei ihr wird es sogar sich gut treffen mit Blitzmagie. MP minus 10%, aber dafür ihre Blitzmagie, die sie eh hat, wird verstärkt. Also das ist mir ein bisschen lieber als jetzt irgendwie, ja. Und bei ihm, er kann wieder noch benutzen, also okay. So, ansonsten, genau, Vita und Blocken könnten wir machen. Aber wir bleiben mal bei Val, auch wenn ich dazu noch nicht gekommen bin, so wirklich. So, neue Fertigkeiten haben wir freigeschalten. Okay. Angriffssatz, Manipulation, Kartentrick. Okay. Kleine Bäumchen vorbereiten. Okay, auch nicht schlecht. Ich nehme mal die Kompo-Verstärkung, aber ich glaube, großartig anlegen würde ich sie nicht. Oh, Nahkampf. Aha. Okay. Nehmen wir mal mit, oder? Ist einfach nur eine Erweiterung unserer Fertigkeiten. Ah, und die können wir wiederum verbessern. Okay. Dann gucken wir mal nach Nein. Der hat inzwischen auch wieder 4 Punkte bekommen. Ich glaube, da werde ich mal... vielleicht doch Kuppel. Ja, komm, noch ein Kuppel. Der nützt mir gerade ein bisschen... Ach, das ist kein defensives Ding. Okay. Kuppelkosten kann ich senken. Okay, dann konzentriere ich mich bei auf Dings, auf Sprung. Dreifach ausweichen. Oh, okay, das ist cool. Dualmagie finde ich jetzt zum Beispiel sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, Richtkreuz hat sie jetzt bisher noch nicht so wirklich benutzt. Aber Drehgeschwindigkeit für den Rechtskreis. Soll ich noch ein bisschen sparen? Ja, komm, ich spare noch ein bisschen. Statuswerte kann ich immer noch nicht verbessern, wie es aussieht. Okay, dann speichern wir das Ganze mal. Jawohl. Sehr schön. Ja, und das war jetzt der zweite Teil vom Final Fantasy Type Zero HD Let's Play. Und wow, passiert eine Menge. Und das Kampfsystem gefällt mir ziemlich gut. Dadurch, dass es ein bisschen aktiver ist, mal ein bisschen mehr Action gepackter. Also nicht dieses typische Final Fantasy 13. Und allgemein Final Fantasy rundenbasierte Gameplay, sondern jetzt wirklich hier
sehr darauf geachtet wird, dass man das Timing beachtet, dass man guckt, welche Magie jetzt gerade am wirkvollsten ist, welcher Charakter von dem Gespann, das man gerade unterwegs hat, am effektivsten ist gegen einen Boss. Und solche Geschichten, die einfach dann eine Rolle spielen. Und ich kenne jetzt persönlich das Originalspiel aus der PSP kenne ich nicht. Das Spiel sieht allerdings hier wirklich sehr schön aus. Hier und da sieht man noch so kleine Texturen, wie jetzt hier zum Beispiel am Zaun, an diesen Zacken. Und andere kleine Dinge, die man so bemerkt, dass die noch so ein bisschen undetailreich sind. Vielleicht zu den Charakteren, die hier sehr schön aussehen. Also eigentlich bei allen Charakteren. Sehen alle sehr hübsch aus, sehr, sehr schön detailliert. Und auch die, jetzt wenn wir schon dazu kommen, auch die Voice Actors finde ich richtig gut. Also die Synchronisation gefällt mir schon soweit sehr gut. Mal eine Synchro, wo ich echt sage, ja, hier kann man echt hören, statt der japanischen, ist sogar richtig gut geworden. Allgemein Final Fantasy Spiele in den letzten Jahren, die letzten Teile haben auch gezeigt, dass englische Synchro durchaus funktionieren kann. Und ja, hätte man gesagt, wir machen an der Stelle einen Cut, sehen das auf jeden Fall in dem nächsten Part vom Final Fantasy Let's Play, vom Type Zero Let's Play. Ich bin auch schon ein bisschen müde, ist auch ein bisschen spät bei mir. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.